Peter hatte sich die letzten Monate auf diesen Moment vorbereitet. Nun endlich war er bereit und würde sich seiner bösen Seite stellen, ohne sich dabei Gedanken um seine Katze machen zu müssen. Ruhe, Friede, Ruhe, Gelassenheit, Ruhe, Gelassenheit, Frieden. Was? Ja! Hey, Peter, ich bin's, der Nachbar. Ist das der Nachbar? Ich meine, hi. Ich hab mich gefragt, ob du mich wieder glücklich machen kannst. Ja, bitte mich auch. Glücklich machen? Du meinst mit dem rosa Schwein, oder? Hoffe ich zumindest. Vielleicht etwas später, okay? Ich bin gerade etwas beschäftigt. Oh. Okay. Aber ruf mich an, Peter, okay? Oder schreib mir ein SMS. Oder schick mir eine E-Mail, ja? Okay, meld dich bitte. Er soll mich glücklich machen. Ja, klar, okay, mach ich. Also, bis dann. Ich will wieder glücklich sein. Diese armen, versauten Junkies. Ruhe, Friede, Gelassenheit. Peter, willkommen. Ich habe dich bereits erwartet. Bist du das gute Schwein? Nein, das bin ich nicht. Tja, dann. Verstehen, du Feigling. Es gibt kein Entkommen. Es gibt kein Entkommen. Moment mal, das ist ja eine Maske. Und das bin ja ich. Du wirst mich niemals besiegen können, Peter. Das ist meine Welt, meine Welt. Ja! Es gibt kein Entkommen. Ich kann nicht mehr, du bist zu stark. Ich kann ihn nicht besiegen. Ja, du bist besiegt. So endet es.